In der Klinik am Südring. In der Notaufnahme der Klinik am Südring erwartet Assistenzarzt Frederik Seehauser eine 63-jährige Rentnerin, die einen Autounfall hatte. Also wir haben hier Frau Brun, 63-jährige Patientin, die als Fahrerin in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Sie hat einen Bus beim Linksabbiegen übersehen und ist gegen einen Laternenpfahl gefahren oder hat ihn gestreift. Sie war primär ansprechbar gewesen, hat keine Amnesie fürs Unfallereignis. Sie hat eine Platzwunde an der linken Stirn und sie hat Doppelbilder gesehen. Frau Bruns wurde uns übergeben mit Stiffneck und Vakuummatratze. Das sind meistens immer alarmierende Zeichen dafür, dass es eventuell zu schweren Verletzungen gerade im Kopf-, Hals- und Wirbelsäulenbereich gekommen sein konnte. Glücklicherweise war Frau Bruns ansprechbar und ihre Vitalparameter soweit stabil. Jedoch wirkte sie sehr nervös und aufgebracht. Was sich aber im späteren Verlauf herausstellen sollte und welche wirklich schockierende Diagnose noch im Raum steht, ja, das sollte ich erst später erfahren. Frau Bruns, ansonsten? Geht es Ihnen gut? Keine weiteren Erkrankungen bekannt? Nein. Okay, so. Ganz kurz die Augen zu. Auge auf, Auge zu, Mama. Auge auf. 130,85. So, Sie sind? Die Frau Bruns, ich bin die Tochter. Ah, okay, wunderbar. Mama, was hast du denn? Mein Gott. Was hast du gemacht? Also Frau Bruns, Sie müssen uns so ein bisschen arbeiten lassen. Geht darum, Ihre Mutter, gehe ich jetzt mal davon aus, hatte gerade einen Autounfall bzw. Verkehrsunfall. Ich bin benachrichtigt worden. Super, wir müssen uns gerade selber noch mal einen Überblick verschaffen. Ihre Mutter sagte, also das fand ich ganz klar, sie sagte, keine Vorerkrankung, doch kurz vor dem Unfall hatten Sie schon gesagt, ne? Haben Sie ein bisschen was zweimal gesehen? Ja, so doppelt. Doppelt, sagt sie. Ist Ihnen irgendwas bekannt, schon mal bei Ihrer Mutter aufgefallen, gar nichts? Ich weiß, wieso Doppelbilder, warum? Hattest du das schon mal? Ja, aber warum sagst du mir nichts? Ja, warum? Ist ja nur ab und zu, ne? Ja. Irritierend war bei der Anamnese, dass sowohl die Notärztin bei der Übergabe als auch Frau Bruns angegeben haben, dass sie Doppelbilder gesehen haben. Das ist schon ein ziemlich alarmierendes Zeichen. Das kann zum einen von dem Unfall selber herkommen, aber auch leider, wenn es vorher gewesen ist, auf schlimmere Erkrankungen hindeuten. Du hast doch vor kurzem erst eine neue Brille bekommen. Wieso denn Doppelbilder? Wieso sagst du mir denn nichts? Genau. Nicht erschrecken, Frau Bruns, wird ein bisschen kalt, ne? Ich komme Ihnen mal kurz ein bisschen näher. Meine Güte. Sobald es Ihnen schlechter gehen sollte, sagen Sie Bescheid. Also gerade, wenn Sie Doppelbilder wieder sehen sollten, gerade im Moment, oder ein ganz starkes Drückegefühl im Kopfbereich. Ja, so ein bisschen übel ist mir ein. Bisschen übel und so ein Dröhnen wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich auch der Schreck, ne? Und alles. Ja, jetzt schauen wir mal erst. Sie können gerne mitschauen, wenn Sie wollen. Ich drehe den Kontrast hier ein bisschen runter. Hier leuchtet ein Ultraschall. Schön. Aber ist ja alles weich, keine verhärtete Bauchdecke. Und Sie wurden jetzt. Den muss übersehen, der ist doch so groß. Und Sie wurden jetzt von der Polizei alarmiert? Bei Ihnen? Ja, man hat mich angerufen, ne? Okay. Sie hat ja diesen. Du hast einen Laternenmast gestreift, hast du gesagt, ne? Ja. Ist aber alles unauffällig. Wir sehen jetzt keine freien Blutungen hier in einem freien Raum. So. Frau Bruns, Folgendes. Da Sie ja relativ stabil sind und mir folgen können, wir werden jetzt bildgebende Verfahren wie ein CT und CCT laufen lassen, ein Ganzkörper-CT. Wichtig ist erstmal auszuschließen, ob sensible Strukturen wie Kopf, Nacken, Hals oder Wirbelsäulenbereich verletzt worden sind oder wir sonst irgendwelche freien Flüssigkeiten erkennen können, die ich jetzt auf dem Sono und dem Fastscan nicht sehen konnte. So werden Sie weggefahren zu den Kollegen in der Radiologie. Sobald irgendwas sein soll, dass es Ihnen schlechter geht, sagen Sie bitte Bescheid. Ne? Nachdem ich eine Fastzone durchgeführt habe im Schockraum und die Bauchhöhle unauffällig war, also wir keine freien Flüssigkeiten, sprich Blutungen hatten, habe ich ein CT sowie CCT angemeldet, um etwaige Frakturen auszuschließen oder Raumforderungen im Kopf- und Hirnbereich auszuschließen. Das ist normalerweise Routine bei diesem Unfallhergang. Bei Frau Bruns wollte ich aber noch mal besonders sicher gehen, denn sie klagt über Doppelbilder und da muss man mal gucken, ob auch im Kopfbereich nicht irgendwelche Erkrankungen sind, die diese Doppelbilder verursacht haben können. Als dem behandelnden Arzt später die Befunde aus der Radiologie vorliegen, geht das Rätselraten um das gestörte Sehverhalten der verwitweten Frührentnerin weiter. Denn es gibt keinen Hinweis auf eine Verletzung oder Erkrankung der 63-Jährigen. Meine Frage ist, woher kommen denn diese Doppelbilder? Und waren die vor dem Unfall, nach dem Unfall? Machen mal die Halskrause. Okay, und wieder den Kopf nach unten. Und den Kopf nach unten. Die hatte ich schon mal vor dem Unfall. Ja. Ja, und dann hier auch. Ich meine, eine Dame in ihrem Alter sind auch manchmal Begleiterscheinungen, aber sie hatten gesagt, sie sind kerngesund. Ah, also keine Herzinfarkte sind bekannt, Schlaganfälle, thrombotische Veränderungen, nervale Veränderungen. Also ich sag mal, so Doppelbilder können wirklich für alles ein Grund sein. Stress zum Beispiel. Aber sagen Sie gerade, Sie sind Rentnerin? Stress. Da sollte man eigentlich keinen Stress mehr haben, oder? Ein bisschen haben sie. Nervale Anspannung. Ich sag mal so, sogar Doppelbilder kann ein entzündlicher Prozess sein wie MS zum Beispiel, am Chiasma Opticum. Das können alles Gründe sein. MS hat meine Schwester. MS. Ah, ihre Schwester? Ja. Es ist vor ein paar Jahren diagnostiziert worden bei Tante Renate. Meine älteste Schwester.
Also gerade bei Geschwistern ist das die Chance viel, viel höher auch an einem S. Also Multiple Sklerose kennen Sie ja, wenn Sie sagen, Sie haben es schon mal den bekannten Fall gehabt, das ist eine Entzündung der Nerven, so kann man es quasi übersetzen. Kann das denn jetzt sein, dass sie das auch hat? Die Chance ist höher als, wenn es familiär sowieso schon bedingt, als so. Nein, Leute, nein, bestimmt nicht. Nein, glaube ich nicht. Nicht zwei in einer Familie. Also, nein. Nicht du auch noch, Mann. Folgendes, ich würde nur gerne noch ein paar Tests machen zum Ausschließen. Aber so, wenn sie sowieso da sind. Also, folgende Vorschläge. Wir nehmen sie hier schon mal stationär auf. Das sowieso für die nächsten 24 Stunden, dann müssen wir ein Bett abklären. Machst du? Okay. So, dann möchte ich ganz gern Konsil haben vom Kollegen aus der Augenmedizin. Vielleicht liegt es auch noch. Sie haben machst ja, du das Sie auch tragen Sie eine mit? Brille? Sie tragen eine Brille. Eine neue Brille hat sie erst vor kurzem bekommen. Eine neue Brille. Neu eingestellt vom Optiker und. Haben Sie die mit in Ihrer Tasche? Können wir mal reingucken? Ja. Nee. Nee. Ist denn in Ihrer Tasche drin? Haben Sie eine Million gewonnen? Wo ist sie denn die Brille? Ist die beim Unfall irgendwie im Auto geblieben? Liegen geblieben, oder? Ja, die ist. Ja, die wird im Auto sein. Ja. Also ansonsten, ich würde jetzt ein augenmedizinisches Konsil machen. Ja. Wenn Sie so aufgenommen sind, dann möchte ich gerne einen Augentest durchführen. Das geht ganz schnell, dass wir einfach noch mal gucken, wie ist das überhaupt bei Ihnen. Wenn Sie eine Brille haben, dann setzen Sie die gleich mal auf, dann hole ich die. Kannst du, wir haben so eine Augentafel im Behandlungsraum. Ja, ich hole die. Weißt du, wo die ist? Das haben die Jungs eigentlich mit. Dann machen wir es gleich, dann machen wir es einmal mit und ohne Brille. Aber beim Unfall hatten Sie die Brille auf, ne? Ja. Meinst du, die ist im Auto liegen geblieben, beim Unfall? Eine Brille hatte ich auch. Ja, bist du sicher? Mhm. Frau Bruns bejahte die Aussage, als ich sie fragte, ob sie Brillenträger ist. Und sie hatte sogar einen Brillenpass dabei. Das ist gar nicht so schlecht, denn da kann man genau erkennen, welche Erkrankung sie am Auge hat, beziehungsweise wie viel Dioptrien die Patientin hat. Hier ist doch eine Brille. Das ist Ihre Brille? Ach, guck mal, die haben sie auch beim Unfall sicherlich angehabt. Was, das ist doch nicht deine Brille. Hallo? Was ist denn das für eine Brille? Vom Papa. Das kann. Wie vom Papa? Wieso trägst du die denn in deiner Tasche? Ach, haben sie neue Gläser reinmachen lassen oder was? Das ist von meinem verstorbenen Mann. Hier. Ja. Ist die kann das sein, dass du die Brille getragen hast? Wo Marie, ist deine Brille? Marie, meine wo ist neue denn Brille, eine ganz teure, hat Marie mir gekauft. Da habe ich mich draufgesetzt. Ach nee. Ja. Wann war das? Die ist kaputt. Und dann musste ich heute ganz Mensch. Dringend einkaufen. Und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was? Nimmst du mal die Brille von Papa. Du hast die wirklich ja aufgesetzt und bist dann im Auto gefahren. Ach, Marie. Ja, oh, nee. Ich weiß. Ach, Mama. Ach, Marie. Aber der hat eine andere Sehstärke, doch, was passiert ihr verstorbener ist. Mann. Also ja, das heißt, sie können an euch gar nicht gucken. Der hat eine ganz andere Achse höchstwahrscheinlich. Ja. Ich habe noch eine Achskrümmung ja auch noch drin. Ja. Ist die Differenz der beiden Dioptrienanzahlen nur sehr gering und beide leiden unter derselben Augenkrankheit, dann ist es nicht schlimm, wenn man die Brille mal kurzzeitig verwechselt. Im Falle von Frau Bruns war aber die Brille völlig falsch eingestellt, denn Frau Bruns hatte zusätzlich noch eine Achsumstellung bzw. eine Fehlstellung ihrer Augenachsen. Und dass sie dann den Bus nicht richtig einschätzen konnte, das war für mich dann klar. Frau Bruns, wir bleiben aber so lange, dann bleiben Sie trotzdem bei uns für die nächsten 24 Stunden. Und dann klären wir das heute Abend auf der Station noch mal mit der Brille, ne? Und dann gucke ich morgen bei der Visite vorbei. Und wenn nichts Schlimmes sein sollte, dann entlasse ich Sie. Aber mit der MS, da sollten wir vielleicht noch mal schauen. Das ist eine Punktion, die man durchmachen kann. Aber wenn Sie jetzt sagen, die Doppelbilder, haben Sie dann wahrscheinlich immer gehabt, wenn Sie die Brille aufgesetzt haben, oder? Wenn man eine Brille benötigt, ist es immer wichtig, dass man zum Optiker oder zum Augenarzt geht. Denn die Brille muss immer perfekt eingestellt sein. Alles andere führt zu Kopfschmerzen, Irritationen. Und das kann im schlimmsten Falle, so wie bei Frau Bruns, zu einem Unfall führen. Doch da hatte die Patientin Glück im Unglück. Weitere Untersuchungen konnten sowohl die Multiple Sklerose als auch eine Erkrankung der Augen ausschließen. Der Unfall hat sich tatsächlich nur ereignet, weil die Witwe die Sehhilfe ihres verstorbenen Mannes und nicht ihre eigene getragen hat. Wollten Sie uns das verheimlichen mit der Brille? Ja, klar. Ja, haben sich ja ein bisschen geschämt. Klar. Ja. Ja, klar, habe ich mich geschämt. Ich wusste auch nicht, wie ich meiner Tochter das verklickern soll. Die so ich glaube, es war ein bisschen Schamgefühl. Ja, ne? Die schmeißt so viel Geld, legt die für mich aus. Sie muss ja auch arbeiten. Ne? Und ich mache dann diese teure Brille, die neue, kaputt. Und, aber ich glaube, sie hat das gerne gemacht. Auf. Guck mal, ich habe doch deinen Brillenpass dabei gehabt. Ne? Weißt du, was ich gemacht habe? Nee. Ich bin im Brillenladen. Habt ihr eine neue Brille gekauft? Nein. Doch? Pass nein. Mal, ich hab die ganze Zeit jetzt gewartet. Nein. Wolltet ihr das jetzt hier? Ach komm, das ist aber süß, oder? Klasse, ja, das ist super. Noch meine Lieblingsfarbe. Genau die wolltest du doch eigentlich haben. Und die war so teuer. Die war so teuer. Ja, jetzt sag nichts mehr, setz sie mal auf. Zeig mal. Und wie kann man gucken? Viel super. Besser, oder? Keine Doppelbilder. Naja, wunderbar. Spontane Sehstörungen können sich zeigen, zum Beispiel durch Flimmern, Blitze oder einen Tunnelblick.
genauso wie eben mit Doppelbildern. Bei Doppelbildern kennen viele Patienten das vielleicht unter zu hohem Alkoholeinfluss. Wenn Doppelbilder aber im Normalstatus auftreten, dann sind die sehr besorgniserregend, denn die brauchen eine genauere Diagnostik. Hier sollte man dringend einen Arzt aufsuchen, denn die Erkrankungen und Verletzungsmuster, die hinter Doppelbildern stehen, sind meistens sehr fatal. Die Patientin ist froh, dass beim Unfall weder sie noch andere Verkehrsteilnehmer ernsthaft zu Schaden gekommen sind. Die 63-Jährige freut sich über ihre neue schicke Brille und hat ihrer Tochter versprochen, gut darauf aufzupassen.